ist das hier für ein Ort? Er scheint mir sehr unheilig zu sein. Wow! Hab ich mich erschrocken. Oh, du Zäpfelklatscher, du. Oh, das sind aber mehr als ich dachte. Zack, ist der erste weg. Zack, ist der zweite weg. Kommt noch mehr? Ja. Kommt doch! Kommt doch! Kommt doch! Kommt doch! Wow! Wow, ich hab das Schild zerbröseln lassen. Oh nein! Au! Nicht genug Magiker. Nicht genug Magiker. Wir brauchen einen Zaubertrank. Magiker? Magiker-Generation? Magiker senken? Nö, nö, nö. Geringe Ausdauer, Zaubertrank der geringen Magiker. Boah, wir haben aber ganz schön viel Magiker. Da helfen nicht so viele Zaubertränke. Zack! Ach, verdammt. Zack! Zack! Komm, wir machen da mal einen. Wow! Das war mal voll in your face. Mit der Axt. Winziger Seelenschein. So, was ist das denn hier für ein Buch? Eichenhaut? Haben wir doch schon. Egal. Nehmen wir, verkaufen wir. Stahlfall, Gold. 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 Knochenmehl. Alter Nordpfeil. Gold. Stahlpfeil. Alter Nordpfeil. Oh, da hat sich was geöffnet. Hier auch? Tatsache. Mann. Was ist denn das? Bin ich jetzt aber nicht nett. So, wo bist du? Da. Dich will ich. Jawohl. Außerdem habe ich vergessen, meine... Das kommt weg, das kommt ins Favoriten. So. Krummsäbel. Ach so, hier ist nichts. Das heißt, wir müssen jetzt da... Da wir die alle besiegt haben, haben wir das hier geöffnet und das hier öffnet dann dieses Tor. Richtig? Oh. Tja, das sieht man auch nicht alle Tage. Aber warum denn nicht? Das war aber ganz schön knapp. Ich frag mich, was da unten ist. Das interessiert mich jetzt. Was ist da unten? Heilige Guacamole. Ey, speicher doch. Tschüss. Hier ist... Ah, da ist doch was. Geldbeutel. Eisenzweihänder. Was ist das denn? Oh-oh. So, hier kommt man dann auch wieder nicht mehr raus, oder wie ist das? Muss ich dann jetzt hier so... Ah. Da unten gab es einen Hebel, damit dachte man, man wird das Ding öffnen, aber dann hat sich geschlossen. Wo ist mein Kollege? Da. Na? Okay, es sind keine Gegner in der Nähe. Ich wollte nur mal ein bisschen testen. Skelette. So hören sich nur Skelette in Oblivion an. Und ich habe noch keine Skelette hier gesehen. Doch, schon gesehen, aber noch nie gehört. Das heißt, hier sind Skelette. Das ist so ein Knatschen, was man immer hört. So ein... Kann man schwer nachmachen. Hier ist eine Falle. Ach, das sind so hundertprozentig Skelette. Zwar jetzt diese Falle aktiviert, aber da ist noch eine. Das Knatschen wird immer... Da! Da, habt ihr es gesehen? Skelette.
gut. War gut. Ich hab's doch gesagt. Oh, ein Silberbarren. Also sonst nichts Interessantes. Ah, Zaubertrag der Stärke. Okay. So. Eieieiei. Ah, okay. Goldilein, kommst du? Ich warte auf dich. Ah, Nordpfeil, den können wir auch noch nehmen. So. Warum ist das so groß hier wieder? Eine Urne. Mit Gold. Ey! Gold. Topf, Topf, Topf. Beschädigtes Buch. Brauchen wir alles nicht. Oh. Ich lugte rüber, um zu sehen, ob ich Feinde entdecken könnte, konnte, tun werde. Doch was ich sah, war nur, dass ich entdeckt worden bin. Sterbt! Oh. Und du. Oh, verdammt. Bam. Jawohl. Skelette schienen mir diesmal keine Herausforderung zu sein. Das sieht da unten aus wie was leicht Entzündbares. Also die sind zwar schon tot, aber mich würde da trotzdem schon mal interessieren, ob das auch wirklich der Fall ist. Wow. Habe ich es nicht gesagt? Goldie, hallo. Wo bist du? Ah ja, und dann ist es leer. Coole Sache. Jetzt kann ich alle nacheinander hier mal gucken, wer was hatte. Super. Jetzt sind die Knochen hier verschmolzen. Wer gehört zu wem? Gehört, ist das deine Hand? Ist das deine Hand? Nein, auch nicht. Ich habe irgendwas gehört. Horchet auf die Lausche des Dungeons. Dann du wissen, was dich erwartet. Ha! Hab ich dich. Stirb! Du auch. Du bist ein Ruheloser. Na, kommst du hier hoch? Ich sag dazu mal nix und mach einfach mal weiter. Hey, Headshot. Goldie traut sich nicht mehr, mir zu folgen. Ich merk schon. Goldie hat Angst. Er will nicht weiter. Welch ein böser Gefährte. Er kann zwar kämpfen, aber hat Schiss. Mann. Beschädigtes Buch, beschädigtes Buch. Können wir da gar nichts mit anfangen. So. Eisentür. Eine Falle. Oh, hi. Nö. Hui. Ah ja. Oh, seht euch das mal an. Ich habe einen Grafikbug entdeckt. Wenn man steht, ist das nicht. Und wenn man so guckt. Aber wenn man so guckt. Aha. Kann man das nicht irgendwie stoppen? Oh Gott. Zack. So. Da. Ja. Wo ist denn der hingefetzt? Ach da. Der lebt da bestimmt auch noch drin. Ja, hab ich's nicht gesagt? Bleib da drin, du. Da gehörst du rein. So. Ach, der auch noch. Du. Bleibst da aber auch drin. Brav. Eine Schillerrunde für Untote. Boah, der hatte aber viel. Was ist... Du bist so geflogen. Boah, du hast auch so viel. Was ist, geht denn hier ab? Du hast gar nichts. Warum hast du nichts? Huh. Wow. Falle. Falle. Ich hab's ganz genau gesehen. Boah. Habt ihr das gesehen? Welche Falle aktiviert das denn? Ah.
gut. Gut zu wissen. Wow. Heiß. Okay, dann kriegst du etwas Heißes ab. Zack. 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 Ha. Musste auch mal sein. Ein Trauge. Ein Knochenmehl. Ein Knochenmehl? Trauge, Knochenmehl. Oh, Schlüssel zum Feuerschleierhügel. Wahrscheinlich dafür. Ich glaube, wir sind hier richtig, aber was war denn dann da ganz oben? Das würde mich jetzt mal interessieren. Einen Moment. Ich speichere vorher nochmal ab. Ah, da hätte ich abschweigen können. Egal. Zack. Oh, hoppla, tut mir leid. Weil dann können wir auch mal nach unserem Gold hier nochmal suchen. Dieser Name ist so cool. Gold hier. So. Hm. Vielleicht führen auch die beiden Wege dahin, wo ich jetzt eh so oder so hingehe. Ach ja, die Falle. Mhm. Goldie, du. Wo bist du, du Hund? Alter. Ich bin noch da. Nicht warte hier. Wartet hier erstmal. Ich halte hier Wache. Genau. Gehen wir. Und jetzt folg mir. Voran. So, ich hoffe, du folgst mir. Folg mir, du. Ich schieb dich da jetzt runter. Kommst du wohl? Vorsichtig. Ja, ja. Komm. Trau dich. Noch ein Stückchen. So, und jetzt folg mir. Folg mir. Geht doch. Ach, immer diese schweren Begleiter, die man immer alles zweimal erklären muss. Zack, habe ich ein Licht für mich schon mal. Da geht mir tatsächlich ein Licht auf. Meister. Oh. Was ist da drin? Das würde mich jetzt interessieren. Oh. Ein Versuch noch. Manu. Ich wollte nur wissen, was dort ist. Uiuiui, das war aber ganz schön knapp, du. Voll mit Fallen. Und Goldie läuft einfach durch. Ei, alles in Ordnung? Willst du geheilt werden? Kriegst du nicht. Ich kann dich nicht heilen. Zum Glück ist das der Fall, dass die dann so hinfallen und dann... Eieiei, sonst hätte ich jetzt wieder keinen Begleiter mehr. Ja, aber der hat den auch in den Magen bekommen. Aua. Ah, die müssen echt einführen, dass man diese Fallen hier noch entschärfen könnte. Irgendwie. Sei es durch Magie, sei es durch... durch Magie, sei es durch Magie und sei es durch Magie. Mein Gott. Magie könnte man noch nehmen. Oder durch Schlösser knacken oder sonst was. Dass die dann auch so einen Mechanismus haben. Weil das ist ja immerhin immer noch ein Mechanismus. Hey, den habe ich ja. Hey, ich will zur Urne. Begräbnisurne. Begräbnis. Geht doch. Siehste? Da war sogar ein Granatstein drin. Ha. Oh nein, Goldie. Oh, jetzt geht da wieder nicht durch. Ey, das ist doch unmöglich. Kommst du jetzt? Nein, kommt da nicht. Buggy. Ich glaube, ich warte mal, bis mein Licht ausgegangen ist, damit wir hier unbemerkt durchkommen können. Heilige Scheiße, das sieht ja geil aus. Boah. Wahnsinn. Ich könnte jetzt einen Trick machen, dass Goldie in meiner Nähe ist, wenn ich hier eine Stunde warten würde. Das könnte ich eigentlich machen. Aber, da kann man auch noch lang. Oh Gott, wo müssen wir jetzt lang? Ich hasse es, so mehrere Wege. Ah, da gibt es was. Seelenstein. Was ist das? Ach nö. Was machen die denn hier? Er gesagt. Da leuchtet was. Was leuchtet denn dort? Nix. Ah, wir müssen irgendwie diese Brücke runter bringen. Oh nein. Ein Rätsel.
Oh Gott, was habe ich getan? Gar nichts? Okay. Gut, damit kann ich leben. Da muss ich wahrscheinlich jetzt hier zurück. Muss dann da durch. Ich schleiche übrigens immer noch, weil mir das hier noch zu gefährlich ist. Ich speichere mal kurz wieder ab. Das ist mir wirklich zu gefährlich. So. Erstmal rein da. Oh, jetzt müssen wir tauchen. Wow, 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 wow. Dafür haben wir jetzt hier ein paar Sachen gefunden, wa? Hörst du wo auf? Du bist kein Lowrider. Hier ist irgendwie nichts, oder? Ja, hier ist irgendwie nichts. Was ist das hier? Das ist aber nur Deko. Ist da wirklich nichts? Kann nicht sein. Mann. Ich will nur gucken, was hier noch ist. Also den haben wir ja schon gelootet. Das ist hier nichts. Nicht mal über uns. Über uns ist auch nichts. Was ist denn das hier? Gut, dann müssen wir irgendwo gucken, wo wir... Kann man da hoch? Da kann man nicht lang gehen. Nein, doch nicht. Wo stehen hier die Symbole zufälligerweise irgendwo? Kann doch nicht sein, dass da gar nichts steht. Wollen die mich verarschen? Erschrocken. Hier. Yep. Aha. Nicht getroffen. Ich dich aber. Gold, Knochenmehl. Ich höre, dass ein Monster auf mich zukommt in Real Life. Und das nennt man Staubsauger. Und das hier ist wahrscheinlich eine Geheimtür. Das heißt, da auch. Aha. Oh, nö, kann man nicht kaputt machen. Aber wenn ich hier draufklicke, dann geht das bestimmt auf. Ey, 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 das ist ja genial. Ah, und dann haben die so Löcher, wo man dann durchgucken muss. Also, der linke ist... Dum, 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 dum. Ein Fisch. Eine Begräbnisurne, die habe ich ja gar nicht gesehen. Also, ein Fisch. Rechts gehörst du hin als Fisch. So. Ein Falke. Der Falke ist dort. Falsche Richtung, egal. Da ist der Falke. Und du? Eine Schlange. Stopp! Ich hab gesagt, stopp! Und Fisch. Man dreht sich halt immer weiter. Was war das nochmal? Stopp! Ey! Ich glaube, ich werf da jetzt mit der Stopp. Komm mal her. Falls das überhaupt geht. Ich versuch's einfach mal. Komm, auf da. So. Stoppt es. Verdammt, das war nicht so schlau. Also, Schlange. 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 Und Fisch. Das wirklich ein Fisch darstellen soll. So. Zack. Jawohl. Nee, nee, so nicht, mein Freund. Du kriegst erstmal den Feuerball ab. Zack, siehst du, zack, tot. Zack, nächste, zack, tot. Ha! Dann fetzt er erstmal weiter nach hinten. Zaubertrank der Heilung. Wartet uns dann nur für einen Schatz. Oh, da ist die Falle. Schnell drumrum.
Wenn jetzt Goldia ankommt und ich wegen ihm sterbe, dann muss ich irgendwie lachen. Ach, cool. Wir haben eine verborgene Tür entdeckt. Ah. Oh. Ach, verdammt. Da muss man sich ein bisschen konzentrieren. So. Zack. Geht doch. Oh nein. Das sieht ja noch gefährlicher aus. Also bevor wir irgendwie sterben und das Rätsel nochmal machen müssen, speichere ich mal hier ab. So. Oh, was ist das? Goldbarren. Ups. Au! Heiß! Hat er sonst noch was? Ja. Sonst war da nichts, oder? Nochmal berühren. Das war so Indiana Jones mäßig, diese Falle. Ah, ein kleiner Seelenstein. Wenn ihr seht, wie klein diese Seelensteine sind, was glaubt ihr, wie groß so ein riesiger Seelenstein ist? Stolperdraht. Ach du meine Güte. Okay. So geht's natürlich auch. Da hängt noch einer. Hm, dann nicht. Gold, alter Nordpfeil, kleiner Seelenstein und das war's. Ah, ich habe einen Tinnitus. Oh Gott. Piep, piep. Makelloser Granatstein, Zaubertrank der kleinen Heilung. Oh yeah, gering Magika. Hoppla. Oh. Wie lange sind wir schon in diesem Dungeon? Egal. Ach, das geht noch weiter. Feuerschleier tief. Gold hier. Juhu, da ist er wieder. Zaubertrank der kleinen Heilung. Was erwartet uns hier? Wo kommen wir raus? Oh, das sieht aus, als wäre hier wieder ein Gefecht gegen Boss. Egal, automatische Speicherung ist ja da. Ich habe das Gefühl, dass wir bald Ärger kriegen. Oh ja, nicht nur du. Tja, da brauchen wir schon. Kaum aufgestanden, schon tot. Zack, zack. Ach du da. Okay. Du bist tot und du sitzt jetzt auch tot. Wow. Heilige Mackerel. Zack. Ach, verdammt. Hätte ich ihn mal getroffen. Noch einen Schritt. Ein. Wow, komm. Komm noch. Komm noch. Komm. 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 Komm noch. Gib mir. Gib mir. Warum denn so ernst? Komm schon. Du. Noch mehr? Hä? Hä? Kommt doch. Kommt doch. Ihr seid doch. Von allen die Skelette halt nichts aus. Ich will dich da nicht runterkicken. Geht doch. Wer weiß, was du auch. Da kriegt er doch tatsächlich einen Pfeil in den Hintern geschossen. I was an adventurer like you. But then I shoot an arrow into me. Bam. 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 Oh yeah. Level up. Und gleich tot. Falsche Taste. Q. Oh. Gesundheit wiederherstellen. Yes. Zack. Und bevor wir es vergessen, natürlich eine neue Stufe. Da hätte ich das gar nicht machen müssen. Verdammt. Magika oder... Magika, ja. Zerstörung. Wenn wir auf Zerstörung gehen, können wir dann was Neues hier? Nein, können wir nicht. Nee. Beschwörung. In der Beschwörung können wir auch noch nichts Neues machen, oder? Mythische Beschwörung. Da, mystische. Beschworene Waffen bewirken größeren Schaden. Beschworene Waffen wegen Seelen und Bildung zu Oblivion. Waffen verbannen, beschworene Wesen, vertreiben erweckte Kreaturen. Puh. Nix, was wir bräuchten. Einhändig. Das bräuchten wir doch schon eher. Da können wir immer noch nicht kritische Angriffe machen, weil wir dafür immer noch 10 Punkte brauchen. Also 10 in Erfahrungsding. So, zack. Ne? Doppelwirbel brauchen wir nicht, weil wir nicht zwei Einhänder führen. So. Schmiedekunst könnten wir vielleicht noch was machen. Aber in Schmiedekunst kann Schnauze und Waffen in Schmieden herstellen und doppelt so effektiv machen. Das brauchen wir auf jeden Fall später, aber jetzt noch nicht. Verzauberung... Könnten wir auch gebrauchen, aber jetzt auch noch nicht. Wiederherstellung könnten wir vielleicht.
Das ist, nö, brauchen wir nicht. Was haben wir denn noch? Veränderung brauchen wir nicht. Verdammt, wir können nichts skillen. Wir brauchen hier erstmal ein paar mehr Punkte. Runenmeister. Ich benutze keine Runen. Okay. Dann reicht das. Wow, erstmal fürs Laser gestolpert. Hier ist noch einer auferstanden. Da! Hörer, den Traum. Kann ich auch! Vielleicht doch, kann ich auch. Jawohl! Schmus mit deinen Freunden. Ha! Gold. Na? Goldknochen. Wieso hat er so wenig gedroppt, bitteschön? Okay. Wenn man da runterfällt, kann man zum Glück da wieder raus. Das wäre sonst ein bisschen blöd, wenn man die ganze Zeit da unten gefangen ist. Wie es hier einfach nichts gibt. Oh, da kann man vielleicht sogar rein und dann gibt es dort vielleicht noch einen kleinen Schatz. Das gucke ich mir doch mal gleich an. Beziehungsweise jetzt. Halt, das war noch irgendwas. Ah, Kupferdiadem. Skelett haben wir, glaube ich, schon, oder? Egal. Gucken wir nochmal nach. So. Hier ist nix. Hier ist man im tiefen Gewässer. Nicht tief, aber im Gewässer halt. Wenn wir hier hochgehen, dann haben wir hier das andere Skelett. Hat einen winzigen Seelenstein. Auch immer schön zu holen. So. Gehen wir mal andere Seite. Gehen wir da hoch und gucken, ob da was ist. Mir ist gerade ein bisschen schwindelig. Ich glaube, ich habe Hunger. Ja, ich habe Hunger. Ja, mein Magen meldet sich gerade. Ich habe Hunger. So, alter Nordpfeil. Och, ja. Gucken wir mal weiter. Jo, da ist doch einer runtergefallen. Welches Geheimnis erwartet uns nur hier? Gar keins. Ich bin enttäuscht. Total enttäuscht. Manno. Okay. Dann gehen wir jetzt da hoch. Oh, die Schmusen. Naja, nee, die... Oh, Ring. Der Drauge macht gerade einen Würgegriff beim anderen Drauge. Irgendwie. Hier ist bestimmt eine Falle. Ich bin mir sicher, dass hier eine Falle ist. Oder auch nicht. Okay. Das Monster ist jetzt ganz nah. Deshalb mache ich hier mal eben einen Stopp. Ein Monster ist ein Staubsauger. Deshalb muss ich jetzt so lange warten, bis sie hier fertig ist. Also, bis gleich. Tschüss. Wieso sage ich tschüss? Ihr werdet doch den Cut eh nicht mitbekommen. Naja, schon, aber nicht so lange wie ich. Ja, und damit sind wir wieder zurück. Die Tiefen. Die dunklen Tiefen, die in die Höhe ragen. Die Tiefen, die in die Höhen ragen und wieder auf... Wow. Wow! Dort ist ein Symbol. Okay. Ein Schatz. Meine Gier ist unstillbar. Gold. Winziger Seelenstein. Geldbeutel. Das ist cool, dass die hier mich alle angreifen, aber... mich nicht treffen. Warst du das? Oder war ich das? Egal. Ich habe Gold bekommen. Das ist die Hauptsache. Kleine Heilung. Und hier ist die Begräbnisurne. Geldbeutel. Was? Bebänderte Eisenrüstung? Pelzarmschienen, Stahldolch. We don't need this, we don't need this, we don't need this, we don't need this, Nein. Das ist ja ein Wort der Macht. Nein, wie putzig. Ein neues Wort. Es gehört uns. Kines Frieden. Was kann das?
Was kann dieses Kines Frieden? Schreie. Kines Frieden. Tiere in deiner Nähe werden dich weder angreifen noch vor dir fliehen. Mehr Worte verlängern die Reichweite und Dauer. Aha. Das heißt, überall wo dieses Symbol ist, hat das was mit den Drachen zu tun. Gut zu wissen. Hey, da hinten ist was, was man aufheben könnte, tun werden kann. Seht ihr das? Das ist so ein Geldbeutel. Scheiße, wie soll ich da jetzt rankommen? Gar nicht. Ja, richtig. Hier kann man nach unten. Vielleicht ist ja unten noch was. Weil hier sind ja... Also, eins habe ich gelernt. In Oblivion werden die... sind die ganzen... Ich sag jetzt mal... Dungeons. Ja, doch. Dungeons. Total... ja, mit ganz vielen Verstecken versehen. Und ich denke mal, das ist hier nicht anders. Und hier haben sie ja wieder mehr Möglichkeiten eingebaut. Das heißt, dass hier wahrscheinlich noch, ja, noch krassere Verstecke gibt. Deshalb werde ich jetzt einfach mal enttäuscht feststellen, dass hier leider nichts ist. Da können wir auch nicht lang. So weit können wir nicht springen. Ich kann ja mal einen Versuch starten. Hey, oh, verdammt. Es ging nicht. Nein, du brauchst mir nicht folgen, Goldie. Du brauchst mir nicht folgen. Ah. Erzadern könnten auch mal wieder schön sein. Aber hier gibt es hier auch nicht. Verdammt. Gut. Auf zum Feuerschleierhügel. Wo kommen wir jetzt nur raus? Eine versteckte Truhe ist, ich meinte Tür. Ist das? Gar nichts. Ah ja. Hallo, da sind wir wieder. Tja, damit haben wir auch diesen Dungeon abgeschlossen. Würde ich jetzt mal behaupten. Gucken, hier liegt aber glaube ich nichts für uns. 3 Gold, ui. Und noch eine geheime Tür. Ah. Tja, das ist ja ärgerlich, wa? Die ganze Zeit warst du so nah am Ziel, aber doch so fern. Tja, Pech, Windelus, Gethbarian, Ding. Whatever. So. Da lang. Da links entlang. Und raus. Jetzt ist aus die Maus. Wir sind hier fertig. Juhu! Auf zum nächsten Quest. Mal sehen, was uns er. Hä? Okay. Das verstehe ich nicht. Oh. Riesen sind grundsätzlich friedfertige Wesen, solange ihnen keine Bedrohung zu nahe kommt und solange ihre Mammuts in Ruhe gelassen werden. Riesen sind friedfertig? Boah, wie ich das so herbe nicht glauben kann. Die greifen mich doch sofort an, wenn ich denen zu nahe trete. Also zu nahe im Sinne von ohne Waffe gezogen zu nahe trete. Ha, verarschen kann ich mich auch alleine. Töte den Banditenanführer in. Töte den Banditenanführer in Trevas Wacht. So, was ist das denn? Riften. Riften. Windhelm. Schrein von Asura. Winterfeste. Ich glaube, ich habe unseren Pilgerpfad, den wir einsetzen werden, benutzen werden. Wir werden erstmal Trevas Wacht machen, danach werden wir nach Windhelm reisen und dann werden wir nach Winterfeste reisen. Aber bevor wir das überhaupt... bevor wir das hier überhaupt machen werden, sage ich jetzt erstmal tschüss, bis zur nächsten Folge. Tschüss.
bis zur nächsten Folge. Ich finde gerade den Knopf nicht, wo ich hier nochmal ausschalten kann, weil irgendwie hört er nicht auf aufzunehmen. Ah, jetzt!